Kommen wir nun zum Einleitungstext aus Prediger 11, die Verse 1 bis 8. Prediger 11. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Gib Anteil 7 anderen, ja, sogar 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen aus auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum hinfällt, da liegt er. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen, und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes, oder ob beides zugleich gut werden wird. Süß aber ist das Licht und gut für die Augen ist es, die Sonne zu sehen. Denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen und an die Tage der Finsternis denken, dass sie viel sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Soweit der Bibeltext. Neigen wir unser Haupt zu einem Gebet. Herr, wir kommen im Gebet nochmal zu dir. Wir bitten dich, sei bei Herrn Wiebe. Gib ihm Gelassenheit und die richtigen Worte und uns offene Herzen, die bereit sind, dein Wort zu hören und die bereit sind, deinen Willen zu tun. Wir legen diese Stunde in deine Hand. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Wenn wir uns die heutige Situation anschauen, sowohl hier in unserer Mitte als auch in der Welt, dann werden wir feststellen, dass es sehr unterschiedliche Versicherungen gibt. Es gibt Krankenversicherung, es gibt Reiseversicherung, es gibt Rentenversicherung, es gibt Lebensversicherung, es gibt Autoversicherung, es gibt Haftpflichtversicherung, es gibt Gebäudeversicherung, also Brandensturmversicherung. Das sind ja nur einige der Versicherungen, die man heutzutage so abschließen kann. Und die Liste könnte man beinahe beliebig weiterführen. Man staunt darüber, was man alles versichern kann. Man kann sein Handy versichern und so weiter und so fort. Und wir fragen uns dann, warum? Warum das Ganze? Warum das alles? Warum so viele unterschiedliche Versicherungen? Und die Antwort ist sehr einfach. Weil zu leben bedeutet, viele Risiken, viele Gefahren ausgesetzt zu sein. Du hast ein schönes Auto. Es könnte verkratzt werden. Du hast ein neues Telefon. Es könnte runterfallen. Du hast ein neues Haus. Es könnte durch Feuer zerstört werden. Egal was du tust, egal was du hast, egal ob du jetzt ein Projekt unternehmen möchtest, ob du jetzt ein Unternehmen starten möchtest oder was auch immer, alles ist mit einem Risiko verbunden. Ja, du selbst bist ein Risiko. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber nachgedacht haben. Und ich meine nicht, dass du jetzt gefährlich bist, das nicht. Aber du könntest zum Beispiel krank werden. Morgen feiern wir um diese Zeit hier ein Begräbnis. Das Risiko, das Leben ist risikohaft. Und wenn du dich jetzt fragst, was kann man dagegen unternehmen, wie kann ich mich absichern, was kann ich tun, um eine hundertprozentige Garantie zu haben, dann kann ich dir das jetzt schon vorne vorweg sagen, gleich zu Beginn der Predigt, so etwas gibt es nicht und so etwas wird es nicht geben in deinem Leben. Du hast nicht die hundertprozentige Garantie. Nicht mal dann, wenn die Wettervorhersage sagt, dass es hundertprozentig wahrscheinlich regnen wird.
Die einzige Sache in unserem ganzen Leben, von der wir gewiss sein können, und das 1000%, ist, dass wir das Heil in Christus erlangen. Das ist das Einzige, was steht und was felsenfest ist, weil das nicht an uns liegt, sondern an dem, was Christus für uns getan hat. Und wenn wir daran glauben, das ist unbeweglich, das ist fest. Darauf haben wir Gewissheit. Aber alles, was hier unter der Sonne geschieht, was in unserem Alltag passiert, und da sind ja viele Dinge, was da passieren, die können wir nicht steuern, die können wir nicht lenken. Von kleinen Missgeschicken, ja, dann hat man sich den kleinen Zeh geschlagen und man fragt sich, warum musste das passieren? Und du kannst das nicht rückgängig machen. Bis zu großen Problemen, bis zu Unfällen und Katastrophen. Jetzt ist ja das aber so, dass wir Menschen so sind, dass wir genau das Gegenteil wollen. Wir wollen die Kontrolle, wir wollen die Grenzen setzen, wir wollen den Ausgang einer Sache bestimmen. Wir wollen lenken. Nur du kommst aus dieser Nummer nicht heraus, dass du das nicht kannst. Das Leben ist ein Risiko. Ich nehme noch ein Beispiel. Kommen wir nochmals zurück zu unserem Körper. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass 95% deiner Körperfunktionen unbewusst geschehen? Dass dein Herz schlägt, dass du Blutdruck hast, dass du atmest, deine Muskulatur, dein Gleichgewicht, dass die Organe zusammenspielen? Oder hast du schon mal einen Zellenwachstum gesteuert? Dass deine roten Blutkörperchen sich vermehren? Ich kann viele Dinge an meinem eigenen Körper, an meinem eigenen Leib nicht mal kontrollieren. Wie meine ich dann überhaupt, nach irgendetwas kontrollieren zu können? Und damit, mit dieser Wahrheit, sind wir mitten im Thema des Predigerbuches. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. So beginnt Salomo sein Buch. Und so endet er sein Buch in Kapitel 12. Und in jedem einzelnen Kapitel, 2, 3, 4, 5 und so weiter, in jedem einzelnen Kapitel sagt er dieses. Und auch das ist Nichtigkeit. Aber was bedeutet dieses Wort, dieser Begriff, Nichtigkeit? Salomo erklärt das selber in seinem Buch. Und ein Haschen nach Wind. Stellen wir uns mal unsere Tasse Kaffee oder die Mate Guampa vor. Oder vergleichen wir das mit dem Atem an einem kalten Tag. Der Dampf über deiner Tasse, über deiner Mate Guampa, der Atem an einem kalten Tag. Du kannst diese Dinge kurz sehen, den Dampf, den Atem, den Hauch, aber schon im nächsten Moment ist er verschwunden. Und du kannst noch so schnell packen und reagieren. Du kannst den Dampf nicht fassen. Du kannst ihn nicht greifen. Es ist unmöglich, etwas Atem zu schnappen und in die Hosentasche zu stecken und sagen, den will ich für später aufbewahren. Das geht nicht. Und das ist das, was Nichtigkeit bedeutet. Es ist ein Fassen nach Wind. Ihr könnt jetzt gerne mal probieren, macht das nur so, dass der andere das nicht merkt. Es ist ein Greifen nach nichts. Und Salomo sagt, so ist das Leben, nämlich wie ein Hauch. Nicht, dass es sinnlos ist, das sagt er nicht. Aber es ist nicht festzuhalten, es ist nicht zu kontrollieren, es ist vergänglich, wie ein Hauch. Und du kannst das Leben nicht in die Hosentasche stecken, und für später aufbewahren. Du kannst die Zeit sagen, jetzt habe ich Langeweile, aber morgen brauche ich 26 Stunden. Ich nehme mir die 2 Stunden von heute und schiebe sie auf morgen. Kannst du nicht. Du weißt deine Zeiten nicht, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Und du weißt deine Zeit auch nicht, das heißt, wann du stirbst. Und das Tragische, so könnten wir zumindest meinen, ist, dass wir
wenig Einblick darin haben. Und jetzt fragt er sich im Predigerbuch, wenn das die Tatsache ist, wie kann ich dennoch ein gutes Leben führen? Wie kann ich dennoch ein erfülltes Leben führen? Und das ist auch die Frage, die er in Prediger 11 beantwortet. Diese Verse, die wir bereits in der Einleitung gehört haben von Dwayne. In diesen Versen stellt er uns zwei Personen vor, die mutig handeln. Auf der einen Seite ein Kaufmann, auf der anderen Seite einen Bauer. Und schauen wir uns zunächst einmal den Kaufmann an. Da wird zu Beginn gesagt in Vers 1, wirf dein Brot auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Was bedeutet das, sein Brot auf die Wasserfläche zu werfen? Nun, in der Schweiz hatten wir ganz nahe da, wo wir wohnten, einen Teich, einen ganz kleinen Teich. Und bei diesem Teich waren häufig Enten. Immer wieder warfen Menschen, insbesondere kleine Kinder, Brot auf die Wasserfläche, um den Enten so Futter zu geben. Oder nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel, das uns bekannter ist. Ich weiß nicht, ob das gerade Brot ist, aber es gibt Leute, die füttern ihre Fische auch. Und wenn Salomo sagt, wirf dein Brot auf die Wasserfläche, dann hat das nichts mit Enten zu füttern oder Fische zu füttern zu tun, sondern was er damit sagen will, ist, betreibe Handel. Also hier konkret in diesem Fall Seehandel. Wirf dein Brot aufs Wasser bedeutet, verschiffe deine Getreide. Schick deine Getreideschiffe los und vermarkte sie, verkaufe sie. Warum? Weil du nur so einen Lohn erwirtschaften wirst. Ein Schiff ist ein Bild für Handel, für Export, für wirtschaftlichen Erfolg. Aber das Schiff ist gleichzeitig auch ein Bild für Wagnis, für Risiko. Denn Seehandel, vor allem zu der damaligen Zeit, war ungemein risikoreich. Der lange Seeweg, die Stürme, Sandbänke, Piraten und so weiter. Da konnte alles Mögliche passieren. Der Kaufmann konnte die Dinge nicht kontrollieren, die auf ihn zukommen könnten. Achtet mal ganz genau, was wir gehört haben. Bei beiden Beispielen, bei dem Kaufmann und auch bei dem Bauern, sagt es, denn du weißt nicht. Denn du weißt nicht. Der Kaufmann weiß nicht, der Bauer weiß nicht. Und jetzt sagt Salomo, okay, aber schicke trotzdem deine Getreideschiffe los. Sei mutig. Sei mutig. Geh vorwärts. Mach etwas. Aber dann kommt Vers 2 und sagt, sei mutig, aber sei nicht dumm. Vers 2, gib Anteil 7 anderen, ja sogar 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. In Vers 1 hatten wir gelesen, schicke deine Getreideschiffe los, betreibe Handel, sei mutig. Dann jetzt Vers 2, teile die Ladung aber auf mehrere Schiffe, auf 7 oder auf 8 Schiffe. Das heißt, setz nicht alles auf eine Karte, denn du weißt nicht, was passieren könnte. Sei mutig, aber erwäge die Dinge ab. Salomo ist kein unverbesserlicher Optimist und sagt, das wird schon irgendwie werden. Nehme so viel Kredit, wie du möchtest, das wird schon irgendwie werden. Nein, er sagt nicht, stürze dich einfach ins Unglück hinein, blindlings, und das wird schon irgendwie werden. Nein, er sagt, teile deine Ladung auf. Vielleicht trifft das eine Schiff eine Katastrophe, aber dann hast du noch die anderen. Berechne das Risiko, überleg es dir, sei mutig, aber sei weise in deinem Mut. Und da muss man sagen, das gibt ganz klar Dinge, die einfach dumm sind. Wenn du eine E-Mail bekommst, wo sich ein afrikanischer Anwalt vorstellt und sagt, du hast dort in Afrika irgendwo noch einen Verwandten, der verstorben ist und du musst nur noch so und so viele Millionen transferieren, damit du das Erbe von ihm erhältst.
Wenn du dann die Millionen überweist, das ist nicht risikohaft, das ist dumm. Das ist nicht das, was Salomo hier meint, sondern er spricht von den alltäglichen Herausforderungen des Lebens. Und er sagt nicht, dass wir die Augen vor der Realität schließen und einfach alles schön überspielen. Aber er sagt, wir müssen akzeptieren, dass im Leben Dinge auch schiefgehen können. Und wisst ihr was? Geh trotzdem. Sei mutig. Geh das Risiko ein. Und das ist dasselbe Bild, das er auch beim Bauern dann verwendet, in Vers 6. Er sagt da, am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was geschehen wird, ob dieses oder jenes oder beides zugleich gut werden wird. Auch hier die Herausforderung, mutig zu sein, die Initiative zu ergreifen, unabhängig davon, ob du die letzte Sicherheit hast, ob das auch klappen wird, ob der Same auch aufgeht. Wenn ich mir einen Wintergarten anlege oder jetzt anfange, Wassermelonen zu pflanzen, dann stecke ich den Samen in die Erde hinein. Und wisst ihr was? Mehr kann ich nicht tun. Ja? Klar, ich kann die Erde lockern, ich kann die düngen, ich kann es gießen, ich kann versuchen, gute Bedingungen zu schaffen, aber der Same muss von selber sprossen. Vielleicht kennen die Ackerbauer dieses Gefühl, dass man gerne mal schauen würde wollen, wie sieht das unter der Erde aus, was tut sich da, was? Und selbst wo es aufgegangen ist, liebe Leute, kann es sein, dass die 45 Grad Sonne alles verbrennt. Oder der Sand, der vom Nordsturm aufgewirbelt wird, alles unterschüttet. Oder es könnte auch sein, dass es so stark regnet, dass alles im Wasser steht und die Pflanzen deshalb verenden. Und selbst wo sie dann schöne Frucht getragen haben, zumindest äußerlich schöne, dann kann es sein, dass die Frucht nicht schmeckt. Dass die Wassermelone nicht süß ist. Es kann sein, dass Käfer kommen, Läuse kommen, Ameisen kommen. Es gibt so viele Risiken, schon nur in der Tatsache, dass du eine Wassermelone pflanzen möchtest, die unabhängig von dir sind und die du oft nicht kontrollieren kannst. Sei mutig. Geh deinen Saat aussehen. Auch wenn du Gedeihen nicht erzwingen kannst. Handle klug, schaffe die Bedingungen, dass es besser funktioniert, aber meine nicht, dass du es bestimmen kannst. Und das kann ja bei uns Menschen häufig zu Frustration führen. Man investiert viel Zeit, man investiert Geld, man hat große Mühe darin gehabt, irgendeine Arbeit zu tun. Und da muss man offen sein für die Option, dass es nicht klappen sollte. Das fällt uns schwer. Dann möchten wir lieber sagen, dann lasse ich es sein. Dann tue ich lieber nichts. Ja, wenn das Leben so ist, dann haben ja wir besser, wir tun absolut nichts. Aber schaut mal, was er sagt in Vers 6. Am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Streng dich an, gib dir Mühe, arbeite am Abend und am Morgen. Vielleicht geht der eine auf und der andere nicht. Vielleicht geht dieser auf und der erste nicht. Oder vielleicht gehen beide auf. Wer weiß? Wer weiß? Sei mutig, aber geh weise in deinem Mut voran. Aber geh, bleib nicht stehen. Lass dich nicht von den Umständen runterdrücken, erschlagen. Vers 4 hat ja er gesagt, wer auf den Wind achtet, wird nie, nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wenn ein Bauer hundertprozentige Sicherheit haben will, dann werde nicht Bauer. Werde nicht Bauer.
Auch wo du heutzutage diese Apps hast im Telefon, wo wir dann die Wetterprognosen schauen können, die Wetter vorhersagen, soll es regnen, soll es nicht regnen. Und dann gefällt uns das nicht so sehr, was da steht. Und dann öffnen wir eine zweite. Und dann ist das immer noch nicht genau das, was wir hören wollten, sehen wollten. Dann öffnen wir noch eine dritte bis zu der fünften. Und die sagt dann das, dass es regnen wird. Oder bin ich der Einzige, der 4, 5 Wetter-Apps auf dem Telefon hat? Und dann finde ich die eine, die sagt, es wird regnen. Das kann auch mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit angegeben werden. Ich denke, wir Chakenius wissen, dass das nicht immer zutrifft. Übertragen auf unser Leben heißt es, schaffe die Bedingungen. Tu etwas, aber du kannst nicht garantieren, dass es funktionieren wird. Aber geh, sei mutig. Wisst ihr, die Leute, die nichts tun, die werden nie scheitern, aber die werden noch nie vorwärts kommen. Sie werden nicht wachsen. Oder vielleicht müssten wir sagen, sie werden im Nichtstun scheitern. Walter Scheel, ehemaliger Bundespräsident von Deutschland, hat mal gesagt, nichts geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts. Oder wir können das auch mit dem Satz sagen, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Vielleicht studierst du und stellst dir die Frage, bekomme ich überhaupt einen Job nach meinem Studium? Vielleicht überlegt ein Paar, ein Kind zu haben und überlegt sich, wie wird die Schwangerschaft sein? Das ist ja mit vielen Risiken verbunden. Vielleicht überlegst du, einen Dienst in der Gemeinde für 3 Jahre zu übernehmen und denkst bei dir, ich weiß ja nicht mal, was in 3 Jahren ist. Also werde ich lieber absagen. Du kannst immer eine logische Ausrede haben, um etwas nicht zu tun, um gemütlich auf deinem Sessel zu sitzen und einfach alles dem Schicksal zu überlassen. Wenn du auf den Wind achtest, sagt Salomo, auf die Wolken schaust, wirst du nicht ernten. Du wirst nie Erfolg haben, sondern sehr wahrscheinlich ein frustrierter Schwarzmaler sein, der alles negativ im Leben sieht, der alles pessimistisch hält und düster in die Welt hineinschaut. Trotzdem, sagt Salomo, geh mutig voran. Warum? Nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so schlau bist, nicht, weil du so diszipliniert bist. Schaut mal Vers 5. Wenn du den Weg des Windes auch nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk nicht, Gottes nicht, der alles wirkt. Du hast nicht die Kontrolle, aber Gott hat sie. Und wisst ihr was, liebe Gemeinde? Gerade deshalb können wir als Kinder Gottes auch gelassen in die Zukunft blicken, weil wir wissen, dass wir nicht einfach dem blinden Schicksal überlassen sind, sondern wir wissen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der die Weltgeschichte in seiner Hand hält. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns vorangeht. Viele brüllen ja und schreien jetzt über diese Thematik der Klimabewegung. Die Welt soll ja aufgrund der Fürze der Rinder zunichte gehen. Ja, und ihr habt ja das letzten Sonntag schon gemerkt, von Vieh habe ich nicht viel Ahnung. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ob die wirklich so viel CO2 ausstoßen, als dass wir deshalb eine Klimaerwärmung erleben sollten. Zumindest die, die hier waren, die wissen das, dass ich das nicht weiß. Aber eines weiß ich. Gott hat verheißen in seinem Wort, dass nicht aufhören werden Sommer und Winter, Saat und Ernte. Und an dem halte ich fest. Egal, was die Klimabewegung dann jetzt auch sagt. Oder denken wir gerade an die Gender-Ideologie, die das biblische Menschenbild völlig verdrehten umkehrt. Und wenn du jetzt da sitzt und siehst, wie diese Ideologie
sich verbreitet, in Filmen auftaucht, in Liedern besungen wird, in den sozialen Medien erscheint, dann kann man irgendwann zu der Schlussfolgerung kommen, ich will aus dieser Welt nur noch verschwinden. Ich möchte meinen eigenen Planeten haben. Die, die verheiratet sind, mögen vielleicht überlegen, keine Kinder zu haben, weil das eine böse Welt ist, in der wir leben. Das ist ja, du weißt ja gar nicht, was mit deinem Kind passieren wird an der Schule. Was wird sein, wenn der 10 ist? Wird das hier in Paraguay dann auch schon sein? Wie wird das Kind in der Gesellschaft aufwachsen? Wenn du dich da tatsächlich hineinsteigerst, dann wirst du keine Kinder haben. So einfach. Dann wirst du den Kopf in den Sand stecken, das Handtuch werfen und sagen, ich habe genug auf Nimmersehen. Der nur Probleme, der nur Herausforderungen, Nordsturm, Trockenheit und so weiter sieht, der hat nicht viel vom Leben. Und man wird zu einem Pessimisten. Wisst ihr, man sagt ja immer, der Optimist sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Pessimist sagt, aber sie stirbt. Und da müssen wir auch sagen, Gott hat dem Menschen den Auftrag gegeben, sich zu vermehren. Und daran halte ich fest. Sei mutig, aber sei weise. Geh vorwärts, aber überleg dir deine Schritte. Bleib aber nicht sitzen und versinke dich nicht in die Problematik dieser Welt. Geh ein Risiko ein und werde tätig in dieser gefallenen Welt. Es wurde gesagt, übermorgen feiern wir Jubiläum hier in der Kirche. Wisst ihr, was ältester Martin Seefriesen 1928 in Puerto Casado mal gesagt hat? Nur zur Erinnerung, die Eisenbahn war nicht fertig, das Land war nicht ausgemessen, es gab eine hohe Sterblichkeit aufgrund einer Epidemie, die Menschen murrten, reklamierten, klagten, waren unzufrieden. Und in dieser Situation schreibt der Älteste folgenden Brief. Ich lese, wir sind oft sehr besorgt, zu ängstlich. Doch niemand hat bis auf diesen Tag vergeblich für den Herrn gearbeitet, wenn er es im Glauben getan hat. Es gibt hier vieles, was uns zu schaffen macht. Die größte Schwierigkeit macht uns die Verzögerung der Landvermessung. Aber was hilft es, darüber zu klagen oder sogar zu beschuldigen? Wir müssen nur zusehen, wie wir weiterkommen mit jedem Tag in der neuen Hoffnung und guten Mutes. Unsere Losung soll sein, nur vorwärts. Denn den Mutigen gehört ja die Welt. Und wir wissen, dass sich die Berichte von hier oft widersprechen. Im Vergleich zu Kanada haben wir hier viele Nachteile, aber auch Vorteile. Soweit der Älteste. Sei mutig. 1928. Und damit sind nicht nur größere Traktoren gemeint mit Doppeltreifen, sondern allgemein im Leben, weil wir wissen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der hinter uns steht. Und er wird nicht zulassen, dass Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Dass die Erde aus ihren Bahnen kommt. Gott ist stärker als unsere Probleme und als unser Pessimismus. Leute, das bedeutet nicht, dass die Genderbewegung nicht durch und durch widergöttlich wäre. Das ist sie. Und das bedeutet auch nicht, dass wir nicht etwas dagegen unternehmen sollten. Das müssen wir. Aber wir wissen dennoch, egal welche Katastrophe auf uns zukommt, egal wann sie eintrifft, egal, was sich in der Weltpolitik auch tut und wie die Viehpreise im kommenden Jahr sein werden und wie die Ackerpreise im kommenden Jahr sein werden, wir wissen, es gibt einer, der alles lenkt. Der hat die Kontrolle und er geht uns voran. Wirf dein Brot auf die Wasserfläche. Und jetzt will ich abschließen und noch einmal die Verse 7 bis 9 lesen. Süß aber ist das Licht
und gut für die Augen ist es, die Sonne zu sehen. Denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen. Und an die Tage der Finsternis denken, dass sie viel sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Und diese Feststellung macht er auch in diesem Kapitel, sie fehlt hier nicht. Denke daran, alles unter der Sonne ist ein Greifen nach Hauch, ein Haschen nach Wind. Du wirst keinen einzigen Brotkrümmen mitnehmen, keine einzige Saat. Du wirst weder Karrieretitel noch Landtitel mitnehmen. Du wirst weder Wissen noch Geld mitnehmen, wenn deine Zeit erst geschlagen ist. Von all dem hast du nichts, nada, zero. Nicht einen Rotzent werden wir mitnehmen können. Das ist Haschen nach Wind, schreibt der Prediger Salomo. Das sage nicht ich. Betreibe Handel, geh sehen, arbeite, sei mutig. Aber wisse, das ist nicht der Sinn des Lebens. Das ist Haschen nach Wind. Freue dich in deiner Jugend, sagt Salomo. Freue dich, wenn du die Kraft hast zu arbeiten, bedeutet das. Freue dich über die Erfolge in deinem Leben, über deine Noten, über die Arbeit, über dein Feld, über deine Kamionette, was auch immer das sei. Freue dich über den Ertrag deiner Ernte, dein Handel, dein Acker, dein Viehzucht, dein Konto. Freue dich, aber vergiss nicht deinen Schöpfer. Wisse, um all diese Dinge werden wir Rechenschaft abgeben vor Gott. Erntedankfest, liebe Gemeinde. Können wir Rechenschaft ablegen, wie wir unser Brot aufs Wasser geworfen haben? Wie wir unsere Saat gesät haben? Wie wir unser Hab und Gut angeeignet haben? Werden wir Rechenschaft abgeben können, über das, was wir mit unserem Anteil getan haben im Reich Gottes? Sind wir uns dessen bewusst, dass wir nicht mal einen I-Punkt zu dem zugefügt haben, zu dem, was wir haben? Jesus erzählt ja dieses Gleichnis von diesem reichen Kornbauer, der sich selbst lobt. Dann sagt Gott zu ihm, du Narr, in dieser Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Leute, wenn wir etwas haben, dann ist das, weil Gott uns das geschenkt hat. Er hat uns die Kraft gegeben, er hat uns die Leute gegeben, er hat uns die Möglichkeiten gegeben. Freue dich über deine Jugend, über die Kraft, die du besitzt, aber vergiss nicht, wer dir das geschenkt hat. Vergiss deinen Schöpfer nicht. Lege Rechenschaft ab, sagt Salomo. Geh das Risiko ein, tu etwas. Arbeite, wirtschafte. Aber denke daran, dass du nicht die Kontrolle hast. Und es gibt einen, der über uns steht. Und in diesem Bewusstsein wollen wir jetzt die Erntedankkollekte heben. Bitte schön. Großer Gott, himmlischer Vater, du hast uns einen klaren Auftrag bereits bei der Schöpfung gegeben, dass wir uns die Erde untertan machen sollen. Wir sollen arbeiten, wir sollen wirtschaften,
Wir sollen mutig vorwärts gehen, auch wenn wir die Bedingungen nicht alle kontrollieren und bestimmen können. Auch wenn wir den Ausgang nicht hundertprozentig wissen. Es ändert nichts an dem Auftrag. Geh mutig. Wirf dein Brot aufs Wasser. Handle. Sei kein Pessimist. Schafe. Aber schafe weise. Schafe klug. Sei weise in deinem Mut, haben wir gehört von Salomo. Gib, Herr, dass wir in unserer Kolonie diesen Aspekt nicht fallen lassen. Wir sind vielleicht mutig, wenn wir zurück auf unsere Geschichte schauen. Vieles haben wir erreicht. Aber lass nicht zu, dass wir übermütig werden, sondern dass wir die Ladung aufteilen, dass wir am Morgen und am Abend sehen, weil wir wissen nicht, welches von beiden aufgeht. Schenk, Herr, uns immer wieder die richtige Entscheidung in unserer Arbeitswelt, in unserem Alltag, dass wir mutig und richtig vorwärts gehen können. Und bei all dem Erfolg, den wir haben, bei all der Ernte, bei all dem, was uns zukommt, lass uns nicht vergessen, wer uns das geschenkt hat. Lass uns den Schöpfer nicht vergessen, vor dem wir eines Tages Rechenschaft ablegen werden. Herr, das ist eine große Verantwortung, aber es ist eine Sache, die wir gerne tun. Wenn wir erkannt haben, wer du bist, und wenn wir erkannt haben, was du für uns tust, was du für uns getan hast und was du tun wirst, dann geben wir mit dankbaren Herzen, denn wir sind überfüllt von der Freude, die du uns schenkst. Danke, dass du für das Finanzielle auch unserer Gemeinde sorgst. Danke, dass du für das Finanzielle unserer Glieder sorgst. Danke, Herr, dass du uns die Jugend, die Kraft schenkst und die Möglichkeit, dass wir arbeiten können. Und dass wir uns auch etwas für den Abend angeschafft haben, sodass wir in Würde den Abend erleben und leben können. Danke, Herr, dass wir diese Finanzen zusammenlegen konnten an diesem Erntedankfest. Wir danken für einen jedem fröhlichen Geber, der aus Überzeugung herausgegeben hat. Und wir bitten dich, segne, segne uns als Gemeinde, segne jedes Glied, segne aber auch die Zahlen, die Finanzen, die zusammengelegt worden sind, damit mit diesem Geld dein Reich gebaut werden kann. Diese Lokalgemeinde, aber auch darüber hinaus, das Wort hinausgetragen werden kann zu anderen Menschen und zu anderen Nationen. Herr, wir wollen mutig sein, aber mutig nicht, weil wir so gut sind, weil wir wissen, du gehst uns voran. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.